In welchem Prinzip folgst du da? Den, keine Ahnung. Ich will mal gucken, wie weit ich hier komme. Ich will mal sehen, wie weit ich komme. Der Plan ist, möglichst viel Fläche zu schaffen. Das ist doch schon mal nicht schlecht, ne? Was sagst du dazu? Ist das lang genug? Das ist schon mal nicht übel. Dingelingeling, hier kommt der Eiermann. Leinenlänge. Also an der Campingplatzbetreiber sind sie mit den Wald verdrahten. Aha. Erzählen Sie doch mal, wie finden Sie denn den Campingplatz hier? Also ich finde ihn sehr gut, das muss ich schon sagen. Vor allem die Ausstattung, die überrascht mich. Sie hat doch den Standard, den wir von verschiedenen Plätzen gewöhnt sind. Besonders die Sanitäreinrichtung ist zu loben, wenn auch keine Waschkabine, die für manche ja sehr wichtig ist. Bei mir spielt das eine untergeordnete Rolle, aber auch Ver- und Entsorgung sind mustergültig. Das würde ich schon sagen. Der Wirt kümmert sich um vieles. Er ist deutschsprachig und das erleichtert die Verständigung. Das ist unser Ostsee. Ach du lieber Gott, was ist Tüpfel? 5 bis 7 Meter tief. Ja? Saaremaa ist eine schöne Insel im Ostsee. Leute kommen Urlaub und erste finnische Leute, zweite Lettland und dritte Deutschland. Der Stand von Theomadi auf Saaremaa ist herrlich. Meist menschenleer, heute am Sonntag ist es regelrecht voll. Wunderbar fein, sandig
und nur an wenigen Stellen Steine dazwischen. Man kann lange ins Wasser gehen, bis es Schwimmtiefe erreicht hat und es ist wundervoll warm.